Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euer Interesse, dass ihr heute Abend hier seid. Und ja, wir starten mit dem heutigen Vortrag, dessen Titel ist Rumpelstilzchen, die neue Weltordnung und die Rolle der Deutschen. Wir alle haben das Gefühl, unser Gesellschaftssystem befindet sich in einer Sackgasse. Warum ist das so? Alle, die hier im Raum sind, wissen von Geheimgesellschaften, die es gibt, wissen von ihren Plänen für eine neue Weltordnung und dass die Umsetzung im vollen Gange ist. Ja, und dann, wie gesagt, Rumpelstilzchen sozusagen als Synonym für die Macht hinter den Mächtigen der Erde. Dann geht es um das Thema Freiheit. Freiheit ohne Wahrheit, geht das überhaupt? Und Freiheit, was ist das? Denn wenn wir den Begriff von Freiheit definieren wollten, jetzt hier in der Runde, glaube ich, dann kämen da so ungefähr 20 verschiedene Antworten. Ja, und letzten Endes können wir uns nur alle selbst frei machen. Das wird dann die Quintessenz sein mit dem, was wir dazu beitragen, hier als Gruppe, um ja, da ins Tun zu kommen. Ja, einige Schlagworte, die seit langem durch die Szene der Medien geistern, sind Politikverdrossenheit, Staatsverdrossenheit, wobei man richtigerweise wohl eher von Parteienverdrossenheit sprechen müsste. Andreas Popp hat das in einem Vortrag mal sehr schön auf den Punkt gebracht, wo er die Aufgabe von Parteien erklärt hat. Der lateinische Begriff von Partei ist pars, das heißt Teil. Und Parteien vertreten von Hause aus Teilinteressen. Das heißt, von Hause aus ist es schon so, dass sie nicht das Allgemeinwohl im Blick haben, sondern ihre Klientel, die sie vertreten, sprich nur einen Teil der Gesellschaft. Traditionelle Beispiele, die SPD, die seit jeher die Arbeiterschaft vertreten hat. Die CDU stand für die Unternehmer und Mittelschicht. Selbst diese Aufteilung ist inzwischen heute überhaupt nicht mehr zu erkennen. Das ist regelrecht pervertiert worden und alle Parteien sind ein Einheitsbrei. Es gibt eigentlich gar keine substanziellen Unterschiede. Und ja, warum das so ist, da steckt eine ganze Menge dahinter. Und zwar ist das auch durch wissenschaftliche Forschung immer weiter perfektioniert worden, dass Politiker, dass Parteien sozusagen überhaupt nicht mehr eine eigene Meinung, eine unabhängige Meinung entwickeln können, weil eine Meinungsmachermaschinerie dahinter steht, die sozusagen vorgibt, was die Menschen, was die Politiker zu denken haben und was so im Mainstream sozusagen geht und was nicht geht. Und das passiert eben ganz subtil oder auch teilweise sehr offen. Und wie genau das funktioniert und die ganzen subtilen Methoden, die auch wissenschaftlich hinterlegt sind, beschreibt Professor Mausfeld, der vielen bekannt ist aus Vorträgen, ganz schön in einem kleinen Büchlein, Warum schweigen die Lämmer? Er hat also die Systematik, die dahinter steckt, sehr schön aufgedeckt und beschrieben, sodass man sich eigentlich gar nicht wundern muss, warum ja, die Menschen so in einer Lethargie sind und sich all das heutzutage bieten lassen, was da von Politik und Medien vorgegeben wird. Das heißt, über ständige Wiederholungen, das hat man systematisiert, über ständige Wiederholungen auch von Lügen, von Falschmeldungen, von verzerrten Wahrheiten und Halbwahrheiten werden
Meinungsbilder erzeugt, Meinungsbilder, die einer ganz bestimmten Agenda folgen. Und diese Agenda dient einer kleinen Machtelite, die eben ganz bestimmte Zwecke und Ziele verfolgt. Und von dieser Agenda abzuweichen bedeutet, man wird ausgegrenzt oder wenn man sich bestimmten Dingen widersetzt, wird man sogar vom System bekämpft, wenn man sozusagen dieser Agenda gefährlich wird oder werden könnte. Ja, was beinhaltet diese Agenda? Das sollte man sich mal sehr genau anschauen. Wenn ich jetzt sage, die Agenda ist die angestrebte neue Weltordnung, dann wird hier wahrscheinlich jeder im Raum nicken und sagen, ja, wissen wir, ist doch alles klar. Aber warum? Warum strebt man überhaupt diese neue Weltordnung an und was ist der Zweck? Zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, diese neue Weltordnung, von der ich persönlich Mitte der 90er Jahre von dem George Bush Senior, seinerzeit Präsident in Amerika, habe ich zum ersten Mal gehört. Aber es ist wichtig zu verstehen, das ist keine neue Idee, die aus Amerika kommt. Es gibt Dokumente, Briefwechsel zwischen Hochgradfreimaurern Albert Pike und einem Italiener Mazzini, wo ein Briefwechsel belegt, dass die 1870-71 schon von dieser neuen Weltordnung gesprochen, geschrieben haben. Und da war also dokumentiert, dass die bis Anfang des 21. Jahrhunderts verwirklicht und umgesetzt sein soll. Aber auch die sind nicht die Urheber. Es geht noch weiter zurück. 1717 wurde durch den Zusammenschluss von vier Freimaurerlogen der Illuminatenorden gegründet. Und die haben nach ihrer Gründung die folgenden Ziele schon formuliert und festgelegt. Eine Weltwährung mittels einer Weltbank, eine Weltreligion unter Regie des Vatikans, eine Weltarmee mit einer internationalen Zusammensetzung, ein Weltgerichtshof, was de facto den Verlust rechtsstaatlicher Souveränität bedeutet. Ich persönlich denke, wenn ich zwei und zwei zusammenzähle, dass es noch deutlich weiter zurückgeht. Allerdings habe ich da bisher noch keine Belege für gefunden. Aber das am weitesten zurückgehende, wie man sieht, liegt schon 300 Jahre zurück. In der Folge der Gründung dieses Illuminatenordens taucht dann 1770 in den Unterlagen, die ich jetzt so gefunden habe, der Name Adam Weishaupt zum ersten Mal auf. 1770 gab es ein Treffen zwischen Baron Rothschild und Adam Weishaupt und Rothschild übergab ihm sozusagen die Pläne, die man geschmiedet hatte, mit dem Auftrag, verschiedene Dinge umzusetzen. Und eines der ersten, was Weishaupt dann organisiert hat, angestiftet hat, maßgeblich, das war die Französische Revolution. Die Rothschilds ihrerseits haben seither praktisch alle Kriege und Revolutionen der Welt finanziert. Natürlich gelingen konnten diese Dinge nur unter strengster Geheimhaltung. Das war immer die Voraussetzung, denn wenn die Menschen gewusst hätten, was sie da aushecken, dann hätte man sie das sicher nicht so ungestört und ungestraft alles tun lassen, wie es in die heutige Zeit. Interessant nochmal das Zitat, was Teddy Roosevelt, der während des Zweiten Weltkrieges amerikanischer Präsident war, damals von sich gegeben hat. Das gilt sicherlich auch für ein paar Jahrhunderte zurück. Und bis heute, was immer auf der Weltbühne der Politik geschieht, kann man sicher sein, dass es genau so geplant war.
Nichts geschieht zufällig, es ist alles geplant. Aber dann muss man doch mal die Frage stellen, was macht das überhaupt für einen Sinn, dass es Menschen gibt, die für 300 Jahre Pläne machen, ich behaupte sogar noch länger zurück, für Jahrhunderte Pläne schmieden, wenn man doch davon ausgeht oder uns zumindest erzählt, geflügelter Spruch, man lebt nur einmal, aber und in der Regel nach plus minus 80 Jahren ist ein Leben vorbei. Und was macht es für einen Sinn, für Jahrhunderte Pläne zu schmieden, wenn dem so ist? Also es ist ein ganz offensichtlicher Widerspruch zwischen den Glaubenslehren und den Praktiken dieser selbsternannten Eliten. Irgendetwas stimmt da also nicht. Und warum uns ein falsches Bild vermittelt wird über nicht nur Medien, sondern vor allen Dingen über Religionen, wobei man auch die atheistische Religion oder Glaubensrichtung da durchaus mit einbeziehen kann. Um das zu verstehen, habe ich mal mir das Märchen vom Rumpelstilzchen vorgenommen und das interpretiert. Aber zur Auffrischung vielleicht erst nochmal so im Großen und Ganzen den Inhalt des Märchens. Wie es halt so ist, fängt ein gutes Märchen immer an. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Und es traf sich, dass er mit dem König zu sprechen kam. Um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Der König sprach zu Müller, das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloss. Da will ich sie auf die Probe stellen. Die Tochter kommt ins Schloss, wird in einen Raum gesperrt, der voller Stroh war, ein Spinnrad daneben und der König befiehlt ihr, das Stroh zu Gold zu spinnen. Natürlich hatte sie keine Ahnung, wie so etwas geht, war ganz verzweifelt, denn sie wusste, wenn sie das nicht schaffen würde, dann würde sie sterben. In ihrer Verzweiflung, wo sie bitterlich weint, steht plötzlich ein Männlein neben ihr und sagt, fragt, warum sie so weint. Sie erklärt es ihm und das Männlein sagt, was wirst du mir geben, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Sie bekommt das Halsband, er spinnt die ganze Nacht das Gold zu Stroh. Am nächsten Morgen kommt der König, ist baß erstaunt und überglücklich über das viele Gold, was er vorfindet, aber ihn packt die Gier und er will mehr. Also in der folgenden Nacht wird sie wieder in einen Raum mit noch mehr Stroh gesperrt. Sie fängt wieder an, bitterlich zu weinen, ist ganz verzweifelt und das Männlein steht plötzlich wieder im Raum neben ihr. Ja, was wirst du mir geben, wenn ich das Stroh abermals zu Gold spinne? Einen Ring. Okay, und das Männlein spinnt das ganze Stroh zu Gold. Die Gier des Königs kennt keine Grenzen. Eine dritte Nacht wird sie in einen Raum gesperrt mit noch mehr Stroh und das Gleiche wiederholt sich. Das Männlein erscheint, spinnt das ganze Stroh zu Gold, hat ihr aber das Versprechen abgenommen, wenn ich auch diesmal alles zu Gold spinne, will ich dein erstes Kind. In ihrer Verzweiflung stimmt sie zu, in dem Gedanken, naja, wer weiß, ob ich überhaupt ein Kind bekommen werde und wer weiß, was dann ist, stimmt zu. Und ja, auch der dritte Strohhaufen wird zu Gold und der König denkt sich, mir kann doch nichts Besseres passieren als so eine zur Frau, heiratet sie und sie wird zur Königin.
Nach einem Jahr bekommt die Königin ein Kind, hat schon nicht mehr an das Männlein gedacht. Und eines Nachts steht er bei ihr und fordert seinen Lohn. Natürlich, wie es so ist, sie ist völlig verzweifelt und bietet ihm alle Reichtümer des Königreiches. Aber das interessiert dieses Männlein nicht. Er will etwas Lebendes. Er will das Kind. Er wird aber doch irgendwo an einer weichen Stelle angerührt und sagt dann, okay, ich gebe dir eine Chance. Wenn du innerhalb von 3 Tagen meinen Namen weißt, sollst du das Kind behalten dürfen. Also die Königin sammelt alle Namen, die ihr einfallen, zusammen. Das Männlein erscheint, kein Name passt. In der 2. Nacht das Gleiche. Ein Bote wurde ausgeschickt, hat alle seltenen Namen des Landes zusammengetragen. Auch diese Namen passten nicht. Die 3. Nacht kommt. Der Bote vorher noch bei der Königin und erzählt ihr, ich habe keine neuen Namen gehört. Allerdings kam ich an einem Berg, an einem Waldstück vorbei und da hüpfte ein Männlein um ein Feuer herum und sang die folgenden Worte. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Er kommt also zur Königin und sie sagt zuerst noch 2 falsche Namen. Als 3. sagt sie, heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie bin ich auf dieses Märchen gekommen, weil mir eine Reihe von Parallelen aufgefallen sind, die wir heute in der Weltpolitik erleben. Meine Interpretation, das Stroh wird zu Gold. Ein unwirkliches Wesen, dieses Männlein, kennt das Geheimnis, wie das geht. Ein ganz gewöhnlicher Mensch, die Müllers Tochter, erscheint nach außen hin als die Erschafferin. Die Analogie, die ich sehe, ein paar Menschen schaffen ein Bankensystem und machen aus fast wertlosem Papier einen Haufen Geld. Also die paar Menschen, die fast wertloses Papier zu Geld machen, sind natürlich die bekannten Bankster-Familien, die hinter der Federal Reserve Bank stehen. Sie schöpfen Geld aus dem Nichts und verleihen das Geld gegen Zinsen und Zinseszins. Dann wieder zurück zur Geschichte. Dem Männlein bedeuten die ganzen Reichtümer des Königreiches nichts. Worum es ihm eigentlich geht, ist das Menschlein, das lebendige Kind. Die Analogie, dem Wesen hinter den Gelderschaffern geht es um die Menschen. Genauer gesagt, um die Energie der lebendigen Menschen. Das Männlein reißt das Kind nicht sofort an sich, sondern zeigt für einen Moment Mitgefühl und gibt der Königin 3 Tage Zeit. Die Analogie, die Wesenheit hinter den Gelderschaffern agiert nicht völlig losgelöst. Das Mitgefühl resultiert aus einem übergeordneten Kontext und obwohl die Zeit schon gekommen ist, erhalten wir noch eine Chance. Die Bedingung des Männleins, seinen Namen herausfinden. Analogie. Wir müssen herausfinden und erkennen, welche Macht hinter den Mächtigen steht und wirkt und worum es ihr eigentlich geht.
nämlich um unsere Energie. Die Königin spricht den Namen Rumpelstilzchen aus und wutentbrannt schreit dieser: Das hat dir der Teufel gesagt. Nun, ein Bote hat zwar den Namen überbracht, wer hat ihn aber ausgesprochen? Er selbst, der Teufel selbst. Die Analogie. Die Wesenheit hinter den Mächtigen heißt also wie? Nun schlüpfe ich in die Rolle des Boten. Ahriman. Ahriman ist das Rumpelstilzchen. Wer hat den Namen Ahriman schon mal gehört? Kaum jemand, fast niemand. Es ist also ganz wichtig zu erkennen, zu verstehen, wer ist Ahriman? Was ist sein Ziel? Worum geht es? Ahriman ist der Meister der Lügen, der Täuschung, der Verdrehung, der Manipulation, der Verleumdung. Wenn wir auf die menschliche Ebene zurückgehen, was treibt die Menschen an, die im Sinne Ahrimans die Werke vollbringen, sprich nach außen hin die Gelderschaffer sind? Das Versprechen, dafür Reichtum und Macht zu kriegen. So simpel ist die Sache. Ganz einfach. Für Reichtum und Macht liefern sie Ahriman die Energie. Nun geht es aber nicht darum, zu urteilen oder zu verurteilen. Denn es geht hier um ein Spiel, wo es beide Seiten braucht. Und da sind wir natürlich wieder bei den Axiomen, die ich meinem letzten Vortrag vorangestellt hatte, nämlich, dass es eine geistige Welt gibt und dass wir geistige Wesen sind und dass wir eben nicht nur einmal leben, sondern immer wieder reinkarnieren. Und wenn man das Ganze von der Warte betrachtet, dann sollte man sich mit Urteilen und Verurteilen zurückhalten, weil ich behaupte mal, zumindest alle alten Seelen haben schon auf beiden Seiten gespielt und agiert. Nun sind wir heute im Jahre 2018 an einem Scheitelpunkt der Zeitenwende, einer Zeitenwende, die ganz besondere Herausforderungen für beide Seiten stellt. Und von den Dunkelkräften kann man sagen, die machen ihre Sache richtig gut. Die machen ihre Sache richtig gut. Wenn wir uns an den Weltenplan erinnern, wo ich neulich von gesprochen habe, dann erfüllen die ihren Auftrag und der Auftrag heißt Manipulation. So, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Vorhergesagte. Dieser Weltenplan wird von den Dunkelkräften hintertrieben. Zu dem Zweck manipulieren sie die Menschen und die Gelderschaffer sind im Prinzip ein paar Familien, man spricht vom Komitee der 300, die dahinter stecken, die quasi die Fäden ziehen. Und dokumentiert ist, dass die sich ab Ende des 19. Jahrhunderts in London regelmäßig getroffen haben und da zum Beispiel ganz explizit den Ersten Weltkrieg geplant haben, seit mindestens 1903 ganz konkret. Wie haben sie das gemacht? Ja, indem sie Politiker, öffentliche Meinung manipuliert haben, gekauft haben und haben dazu unter anderem zum Beispiel einen Neffen des Vaters der Psychotherapie, wie man sagt, Sigmund Freud, engagiert, dann noch ein paar gute Leute vom MI6 und die haben die öffentliche Meinung in England komplett gedreht, obwohl bis 1913 in England die Stimmung total gegen Krieg war, haben die es innerhalb eines Jahres geschafft, das umzudrehen.
Und die gleichen Leute haben es dann 1917 geschafft, dass die amerikanische Öffentlichkeit so manipuliert war, dass auch Amerika in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist. Obwohl die vorher der damalige Präsident Wilson, der ist, ich glaube, Ende 16 wiedergewählt worden mit dem Wahlversprechen, wir halten uns aus dem Krieg raus, geht uns nichts an, machen wir nicht mit. Und wenige Monate später war eine öffentliche Meinung erzeugt, dass auch Amerika in den Ersten Weltkrieg eingestiegen ist. Aber das war jetzt so das erste größere Beispiel, was speziell dieses Komitee der 300 im Wellington House in London sozusagen geplant und ausgeführt hat. Die russische Revolution gehört genauso dazu, die Weltwirtschaftskrise, die dann folgte in den 1920er, 30er Jahren, die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland, der Zweite Weltkrieg, die Aufspaltung Deutschlands in zwei Staaten als groß angelegtes Gesellschaftsexperiment, Gründung der Europäischen Union, die Wiedervereinigung, der Zusammenbruch des Sowjetreiches. Also all diese Dinge wurden dort geplant, in diesem Komitee der 300. Und die haben im Jahre 1921 das sogenannte Tavistock-Institut gegründet. Und da hat man die Methoden noch weiter verfeinert mit vielen Wissenschaftlern, hochdotierten Wissenschaftlern die Methoden ausgearbeitet, ist hier alles sehr gut beschrieben in diesem Buch von einem Dr. John Coleman, der über Jahrzehnte recherchiert hat und unter anderem, wenn wir heute zum Beispiel immer wieder den Begriff Verschwörungstheorie um die Ohren gehauen kriegen bei solchen Dingen, der ist 1967 schon geprägt worden in diesem Tavistock-Institut, als dann die Fragestellungen zum Vietnamkrieg immer lauter wurden. Auch das war ja gemacht von diesen Leuten und seitdem werden alle, die jetzt irgendwas kritisch hinterfragen, sozusagen mithilfe dieser Manipulationsmaschinerie, die dahinter steckt, diffamiert und platt gemacht. Also bis heute läuft alles nach dem Drehbuch dieser Leute ab in Richtung neue Weltordnung. Und man hat mit Hilfe von Sozialingenieuren sozusagen den Begriff von Social Engineering zur Herstellung von öffentlicher Meinung geprägt. Also das ist alles von langer Hand geplant, durchdacht, mit hochdotierten Wissenschaftlern alles entwickelt und belegt und erforscht worden, wie man das denn hinkriegt, die öffentliche Meinung auf breiter Ebene zu manipulieren. Dr. Kurt Lewin galt im Tavistock-Institut als Cheftheoretiker, hat den Begriff der topologischen Psychologie zur Verhaltens- und Meinungsänderung der Massen geprägt, gelehrt und Leute darin unterrichtet, die das dann draußen umgesetzt haben. Und dieses Institut ist bis heute die Propagandafabrik der westlichen Welt. Aber wie es halt so ist, es gibt immer zwei Seiten, die einen, die manipulieren und die anderen, die sich manipulieren lassen. Ja, wo stehen wir heute? Wie schon gesagt, es läuft bisher scheinbar alles nach Plan dieser Manipulateure. Der Dritte Weltkrieg ist geplant und vorbereitet. Allerdings, die Umsetzung ist jetzt doch etwas ins Stocken geraten. Und das nicht zuletzt auch durch verändertes Bewusstsein der Menschen. Ein Termin für den Beginn des Dritten Weltkriegs war gesetzt im Herbst 2016. Und ja, ich darf das sagen, dass eine kleine Gruppe von Leuten mit gezielten Aktivitäten das zu der Zeit
verhindert hat, beziehungsweise maßgeblich daran beteiligt war, dass der Beginn im Herbst 2016 verschoben wurde. Es ist jetzt ein paar Mal verschoben worden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, man wartet immer noch, man versucht immer noch, die passende Gelegenheit zu erschaffen. Und für uns, für die Manipulierten, geht es um die Frage, aufwachen oder weiterschlafen. Und wie damals im Ersten Weltkrieg, jetzt auch in den Dritten Weltkrieg, einfach reintaumeln und irgendwann wach werden und es ist Krieg und alle wundern sich, beziehungsweise die Massen wundern sich. Und um das zu verstehen, wie das Ganze immer wieder, wie die Massen auch in den Schlaf sozusagen geredet, manipuliert werden. Also ich habe es eben schon gesagt, diese beiden Bücher kann ich dazu nur empfehlen. Von Dr. Mausfeld, Warum die Lämmer schweigen, er beschreibt das wunderbar. Und das ist natürlich ein großes Problem unserer Zeit und trotzdem erleben wir ja, dass jetzt zunehmend auch die Menschen auf die Straße gehen und natürlich gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung sind es immer noch wenige, aber ich habe das Gefühl, das Erwachen greift um sich in immer schnellerem Tempo. Ja, letzten Endes geht es um unsere Freiheit, dass wir uns befreien aus dieser Manipulation, aus der Steuerung dieser selbsternannten Eliten. Und das braucht eben Wahrheit und Erkenntnis. Wahrheit braucht Mut und Wahrheit gehört auch dazu, dass wir ein wahrhaftiges Geschichtsbild haben, auf dem unsere Handlungen basieren, unsere Erfahrungen fortgeschrieben werden. Und ich glaube, alle, die jetzt hier im Raum sind, sind sich darüber klar, dass die Sieger die Geschichte geschrieben haben, eine sehr verfälschte Geschichte. Und wenn man sich mal wirklich bewusst macht, was das bedeutet, wenn wir mit einer verfälschten, teilweise erfundenen Geschichtsschreibung leben, dann muss man sich vielleicht mal klar machen, wie es wäre, wenn der Einzelne von uns seine eigene Biografie nicht kennen würde. Ich habe einen Menschen kennengelernt, erlebt, der durch eine Amnesie überhaupt nicht mehr wusste, wer er war. Und das hat zur Folge, dass derjenige seine Identität verloren hat. Man hat keine Identität mehr, wenn man nicht weiß, wann bin ich wo geboren, wer waren meine Eltern, wo bin ich aufgewachsen, wie war mein ganzer Werdegang. Dann habe ich keine Identität mehr, wenn ich das alles nicht mehr weiß. Und so wie wir als Individuum eine Identität haben, so ist es natürlich auch mit uns als Kulturvolk. Wenn wir Deutschen eine falsche Identität haben, weil man uns ein falsches Geschichtsbild vermittelt haben, ist ja klar, dann sind wir manipulierbar und steuerbar in dem Sinne, dass man uns aufgrund dieser falschen Geschichte eben auch in falsche Richtungen lenken kann. Und das ist das, was wir heute natürlich erleben. Also unsere Kultur, unsere Sprache, die ganzen Gepflogenheiten, Sitten, Gebräuche, Feste, die wir feiern, das ist alles identitätsstiftend. Und letzten Endes ist es das, was ein Kulturvolk ausmacht, was einen wahren Volksgeist ausmacht. Und diesen deutschen Volksgeist, den ist man seit Jahrzehnten dabei,
uns auszutreiben, ganz gezielt. Es geht so weit, dass man uns nicht nur den Volksgeist austreiben will, sondern sogar einer Rassenideologie folgend, anders kann man das nicht sagen, die Deutschen mit anderen Völkern und Rassen vermischen will, sprich mit Afrikanern, mit Arabern als Vorbild. Das ist eben auch in diesem Tavistock-Institut entwickelt worden. Als Vorbild hat man sich Brasilien genommen, wo man gesagt hat, so eine braune Rasse, wie in Brasilien entstanden ist, durch Vermischung von Schwarzafrikanern mit Weißen. Das ist eigentlich das, was wir in Mitteleuropa haben wollen, was wir brauchen, um, ich sag mal, die Intelligenz etwas zurückzuzüchten durch Identitätsverlust, die Menschen, die Massen einfach gefügig zu machen. Das ist die Ideologie, die dahinter steht und die beispielsweise ein Cecil Rhodes damals auch ganz offen postuliert hat und kann man alles nachlesen. Das ist alles ausgesprochen und geschrieben worden. So, worum es für uns jetzt aber geht, ist eben nicht in Revanchismus zu verfallen, nicht Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, sondern uns wirklich auf unseren deutschen Geist und unseren deutschen Idealismus zurückzubesinnen, weil das ist genau das, weswegen uns gemäß dem Weltenplan, wie ich beim letzten Mal erklärt habe, tatsächlich dieser angloamerikanische Imperialismus entgegengeschlagen ist, weil wir Deutschen während des Kaiserreiches insbesondere eine Rolle ausgeübt haben in der Weltpolitik, die uns nicht zustand. Wir sind den Engländern damals einfach zu mächtig geworden und laut dem Weltenplan ist das nicht unsere Rolle, nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, mit dem deutschen Geist, dem deutschen Idealismus, den Geist der Freiheit in die Welt zu tragen. Der Freiheit im Geiste vor allem, nicht im politischen Sinne, natürlich als Folge dann auch, aber vor allem die Freiheit im Geiste, darum geht's. Wenn ich jetzt gucke, wo wir heute stehen, dann stehen wir vor der Herausforderung, dass es eigentlich nicht erst kurz vor 12, sondern schon fast kurz nach 12 ist. Das heißt, wir müssen unbedingt auch ins Handeln kommen, um die Probleme der Zeit zu lösen. Einstein hat mal gesagt, man kann Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Und da möchte ich ihm explizit widersprechen. Denn wir waren bei der Frage, wer ist das Rumpelstilzchen, wer ist Ahriman, warum gibt es ihn, was ist seine Aufgabe überhaupt? Und da müssen wir ansetzen, nicht auf der materiellen Ebene, nicht bei den scheinbar mächtigen Gelderschaffern. Wir müssen auf der Ebene dahinter ansetzen, weil genau auf der Ebene dahinter sind die Probleme gemacht worden. Und dafür gibt es gute Gründe. Und das zu erkennen, das zu durchschauen und wirklich dahin zu gehen, auf die Ebene, auf die geistig-spirituelle Ebene gehen, da wo die Probleme entstanden sind, da können wir sie auch lösen. Und die Antwort steht hier rechts, Jesus Christus als Gegenpol zu Ahriman. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen, um uns die Freiheit im Geist zu bringen. Nicht die politische Freiheit, das haben die Juden damals auch schon missverstanden, als sie unter der Herrschaft der Römer standen, sondern es geht um die Freiheit im Geiste. Und die Frage, was ist denn überhaupt Freiheit, haben wir neulich mal hier in einer Runde aufgeworfen und festgestellt, oh, da geht es aber sehr tief ins Eingemachte, wenn wir die Frage stellen, wie viel Freiheit wollen wir denn eigentlich?
wie viel Vaterstaat wollen wir noch, wie viel soziale Sicherungssysteme vom Staat wollen wir, oder wollen wir uns wirklich davon befreien und das in Selbstverantwortung alles selbst organisiert in die Hand nehmen? Oder wollen wir doch den Staat, den Vaterstaat, der das für uns regelt? Also das sind jetzt mal an der Oberfläche ein paar Fragestellungen angekratzt zu diesem Thema. Und da lohnt es sich, sich eine Menge Gedanken zu machen. Ich erinnere nochmal an die Aussage, die Jesus bei seiner Kreuzigung nach der Überlieferung gemacht hat gegenüber germanischen Legionären, die damals in Palästina stationiert waren. Zu denen hat er gesagt, ihr seid das Volk, das die Früchte des Reiches Gottes hervorbringt. Damit war ausgedrückt, dass genau wir als deutsches Volk diese Aufgabe haben, die Freiheit in die Welt zu tragen. Und dann befinden wir uns auch in Übereinstimmung mit dem Weltenplan und mit dem, was, ich sag mal, uns in der Welt bekannt, beliebt, berühmt gemacht hat als Volk der Dichter und Denker. Ja, ganz konkret haben wir uns jetzt hier in unserer Runde im Arbeitskreis dieses Thema vorgenommen, dass wir sagen, die Demokratie muss wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Nach dem Subsidiaritätsprinzip, das heißt, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder erlebt, dass es schrittweise weitergeführt wurde, dass Verantwortungsbereiche von unten nach oben weiter delegiert wurden. Erst im vorigen Jahr sind wieder Gesetze beschlossen worden, wo die Länder mehr Geld gefordert haben. Der Bund hat gesagt, okay, wir geben euch mehr Geld, aber dafür gebt ihr wieder Zuständigkeiten an den Bund ab. Und so läuft das seit Jahrzehnten in kleinen Schritten, scheibchenweise, ganz subtil, unbemerkt von der Öffentlichkeit, ist quasi das Prinzip von Demokratie von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Und unsere Aufgabe, glaube ich, ist es, das wieder umzudrehen und wieder die Verantwortung in die Kommunen zu holen, in kleine Gruppen und Gemeinschaften zurückzuholen, um selbst organisiert die Verantwortung für uns zu übernehmen und das nicht einem Vaterstaat zu überlassen. Ein Modell, das wir diskutieren, ist die parlamentarische 3- bzw. 4-Gliederung als Grundlage für die Freiheit im Geiste. Weil wenn man das wirklich durchdenkt, was das bedeutet, diese dreigegliederte parlamentarische Demokratie über verschiedene voneinander unabhängige Parlamente, wo wirklich fachbezogen auch gearbeitet wird und nicht irgendwelche Fachfremden Günstlinge in Positionen gebracht werden, sondern wo es wirklich nach Fach- und Sachverstand geht, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance und Grundlage, um dieses System wirklich grundlegend wieder zu verändern. Ja, um dahin zu kommen, ist die Planung eines patriotischen Instituts für den allgemeinen Geist Deutschlands in Vorbereitung, und zwar im Sinne eines Johann Gottfried Herder, der die Idee dazu schon 1797 hatte, meines Wissens aber nie wirklich umgesetzt wurde. Und wir haben uns das vorgenommen, sind da auf einem sehr guten Weg. Und wir haben zwar noch einiges an Hausaufgaben zu tun bis dahin, aber Ziel ist eigentlich, bis im Mai so weit zu sein, dass die Gründung vollzogen werden kann. Bei allem Idealismus werden wir sicherlich auch irgendwann an den Punkt kommen, wo es auch, damit es weitergeht, finanzielle Unterstützung brauchen. Und das wird sich aber, davon bin ich überzeugt, alles zur rechten Zeit finden. Und insgesamt sehe ich uns da auf einem sehr guten Weg. Und deshalb
In diesem Sinne, herzliches Dankeschön fürs Zuhören, für euer Interesse und demnächst zu dem Thema mehr.